Wohin damit? Auf Präger. Präger! Jawohl! Roy Präger macht das 1:0. Und was für ein Tor. Da traut man sich normalerweise gar nicht drauf zu hauen, aber Präger macht es. Sein 11. Saisontor. Schäfer. Oh, war da noch einer dran? Es steht auf jeden Fall 2:0 für den VfL Wolfsburg. Und es sieht so aus, als sei der Ball von niemandem mehr berührt worden. Rensing überrascht, sieht da natürlich nicht so gut aus. Der Kölner Schlussmann. William. Keins. Arnold. Drin! Was für Tor! Maximilian Arnold! Und die Männer von Oliver Glasner erzielen das Tor. Hier der Kopfball ins Zentrum von Keins. Direkt auf den Fuß. Und das ist eine perfekte Annahme. Timo Horn, die Sicht versperrt, kann etwas zu spät nur reagieren. Das ist kein Vorwurf an den Torhüter. Da ist er komplett aus der Verantwortung. Heidenreich, auch hier der Libero, erfreulich offensiv. Roy Präger. Ausgleich. Roy Präger auf dem Weg, der berühmteste Wolfsburger nach dem VW-Käfer zu werden. Feine Flanke. Der Schuster einen Schritt zu spät. Volles Risiko, da passte alles. Jener Roy Präger hat diese Woche lautstark einen richtigen Kracher als Verstärkung für den Wolfsburger Sturm gefordert. Das war auch einer. Um den Verteidigungswall der Kölner spielen sie herum. Von links nach rechts, von rechts nach links. Aber wer hat die Idee? Das war toll! Und da ist das Tor! Ein Fallrückzieher-Tor von Cicero! Und da geht Eret nicht entschlossen genug hinein in diesen möglichen Zweikampf, der keiner mehr war, weil er ihn alleine ließ. Und Cicero das technische Vermögen hat.